Also, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil auf dem Predigtplan stand mein Name drauf, aber Überraschung, sind viel mehr und viel schöner als ich, von daher heute ganz, ganz toll, das Money for Jesus Team ist da. Ich finde die ganz klasse und ich soll kurz die Vorstellung einleiten. Also, das ist Dagmar, das ist so die Mama vom Team. Und eure Namen könnt ihr alle selbst sagen. Und ich gebe jetzt Dagmar das Mikrofon. Ich freue mich total, dass ihr hier seid, weil ich heute nicht gut sprechen kann. Dankeschön. Danke auch. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen bei euch. One Year for Jesus ist ein Projekt, was ja bundesweit in unserer Freikirche läuft. Und zum ersten Mal haben wir ein Team hier in Mittelrhein bei uns in der Vereinigung. Und darauf bin ich persönlich ganz, ganz stolz. Und da profitiert auch Mittelrhein schon bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen jetzt seit letztem Jahr September davon. Eigentlich geht dieses Jahr jetzt schon fast zu Ende, also es ist schon so Endspurt, ne? Und ich durfte diese fantastischen jungen 6 Menschen ab September so richtig kennenlernen und ich habe ganz viele tolle Erlebnisse mit ihnen gehabt. Bin ganz stolz darauf, wie ihr Gottesdienste durchführt, wie ihr auf den Veranstaltungen dabei seid. Also One Year for Jesus bedeutet ein ganzes Jahr für Jesus unterwegs sein, bei uns in der Freikirche auf den unterschiedlichen Veranstaltungen. Das ist das eine. Und das zweite, was sie also jede Woche machen, ist auch in soziale Einrichtungen gehen. Und vielleicht mag der eine jetzt mal was von der Demenz-WG erzählen von euch, irgendeiner, und ein anderer vom Haus Odenwald und euren Patenschaften. Wer mag? Spontan, wir sind hier ganz spontan. Also, wir sind einmal die Woche für eine Stunde, anderthalb, weniger, in der Demenz-WG. Das ist in Darmstadt, ja, eine WG, wo Demenzkranke zusammenleben und betreut werden. Und wir kümmern uns dann so 40, 50 Minuten um die und spielen mit dem Mensch ärgere dich nicht. Hören ihm zu, reden mit ihm. Ja, ja, spielen teilweise mit dem Klavier, je nachdem, was sie so können. Ja, ein anderes Projekt von uns ist das Haus Odenwald. Ich glaube, das ist doch jetzt. Okay. Ja, das ist eine Behinderteneinrichtung für Erwachsene. Und dort hat jeder von uns sogar 2 Paten, die wir auch einmal die Woche besuchen. Und mit denen spielen wir dann auch Spiele oder manchmal gehen wir einkaufen, spazieren oder ja, helfen denen beim Essen oder so. Ja, ich bin Annika. Ich bin Miriam. Ich bin Janis. Ich bin Dorina. Ich bin Tina. Und ich bin Tobias. Und wir singen jetzt das nächste Lied. Genau, also wir singen jetzt ein Lied. Uns wurde gesagt, ihr seid eine Gemeinde, die offen ist für Neues und sehr, ja, sehr gerne auch mal neue Lieder singt. Deswegen haben wir noch ein etwas unbekannteres Lied. Und in der Bibel, in Psalm 55, Vers 23 steht, bringe alle deine Sorgen vor dem Herrn, denn er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Und in diesem Sinne möchte ich auch gerne mit euch das nächste Lied singen. Denn genau darum geht es, dass wir all unsere Sorgen in Gottes Hand legen können. Er wird uns immer beschützen. Wir singen die erste und die zweite Strophe zusammen und danach den Refrain und dann die dritte, die vierte zusammen und dann wieder den Refrain. Ist das Lied 171 auf euren Zettel? Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erzählen, denn ich hab dich längst erkannt. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht.
jetzt noch schnell den Kontoauszug zu holen und dann ab nach Hause. Mal gucken, wie es diesen Monat war. Eigentlich müsste es ganz gut gelaufen sein. Ja, okay. Den letzten Monat war es nicht so klapp. War es ein bisschen knapp, aber es klappt schon. Wobei, okay, die Sache im Spielcasino, da sind nochmal 500 Euro weg. Aber das nächste Mal gewinnt man wieder. Und ich habe noch eine HiFi-Anlage gekauft, die war auch nicht ganz so billig. Aber ansonsten müsste ich eigentlich noch Geld über haben. Was druckt der denn so lange? Schon der 13. Ausdruck. Muss ja ganz schön viel gewesen sein. Bitte entnehmen Sie Ihren Auszug. Was? Minus 3.678 Euro? Wie kann das sein? Was mache ich jetzt bloß? Ha, du kriegst mich nie! Du wirst nie zuerst da sein! Gib es doch endlich auf! Ich bin immer zuerst da! Du hast keine Chance gegen mich! Nur weil der Name Angst ist, machst du mir noch lange keine Angst. Warum gibst du nicht auf? Weißt du nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ha, und die Angst zu allerletzt. Da siehst du's, du Flasche. Du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Nicht 0 Euro, nein, du bist sogar im Minus. Und vergiss nicht, einen halben Monat musst du noch über die Runden kommen. Und mehr Schulden darfst du auch nicht machen. Weißt du, was du jetzt für ein Problem kriegst? Was rede ich? Nicht nur ein Problem, sondern tausende. Essen kaufen, Unterhalt für die Kinder zahlen, Miete zahlen, die Schulden abbezahlen und natürlich auch die hohen Zinsen. Und. Sieh es ein, du hast eh keine Chance, da wieder rauszukommen. Lass dich nicht so schnell entmutigen. Sicher sieht's gerade nicht so optimal für dich aus. Aber du weißt ja, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg? Vielleicht für andere, aber nicht für dich. Schau dich doch an, du kriegst dein Leben einfach nicht auf die Reihe. Du wirst dich wohl bald mit einer Matratze unter einer Brücke abfinden müssen. Ach, glaub bloß nicht diesen ganzen Quatsch. Du musst das alles ein bisschen optimistisch sehen. Weißt du was? Dein Vater besorgt dir bestimmt etwas Geld. Und in 15 Tagen, da kriegst du dann schon wieder Gehalt. Also wo ist das Problem? Soll ich mal laut lachen? Dein Vater ist ja wohl der größte Geizhals überhaupt. Kein Cent wirst du von dem sehen. Find dich damit ab. Du wirst wohl hungrig ins Bett gehen müssen. Ups, kleiner Versprecher. Ich meinte natürlich hungrig auf der Matratze liegen. Falls du sowas überhaupt auftreiben kannst. Wahrscheinlich musst du auf einer Pappe schlafen. Aber schlafen, was sag ich denn? Du wirst sowieso kein Auge zukriegen vor Kälte und Sorgen. Und du wirst... Jetzt reicht's, deine Redezeit ist vorbei. Was soll das denn? Sind wir hier beim Kanzlerduell oder was? Ich rede so viel ich will. Hör nicht auf den Schwachkopf. Wenn du auf den hörst, geht's dir nur noch viel schlechter. Also hör besser auf mich. Denk doch mal nach. Immer wenn du auf mich gehört hast, ging es dir danach doch besser. Ist es nicht so? Ach wirklich? Wenn du tatsächlich ein Licht am Ende des Tunnels sehen solltest, dann ist es der heranbrausende Zug, der dir entgegenkommt. Was mache ich bloß? Mein Vater, der ist wirklich der größte Geizhals, den ich kenne. Der wird mir garantiert kein Geld geben, vor allem nicht, wenn er merkt, wie es dazu gekommen ist. Meine Wohnung wird gekündigt. Ich lebe auf der Straße. Ein Leben als Penner. Ein Albtraum. Guten Morgen nochmal von mir. Ich bin Tina, für die, die es gerade vergessen haben, und ich darf heute euch die Predigt halten. Der arme Herr Müller, was für ein Augenblick. Der schaut auf seinen Kontoauszug und entdeckt eine riesige rote Zahl. Was für ein Schock, er ist pleite. Und sofort beginnen die Stimmen in seinem Kopf sich zu streiten, Hoffnung gegen Angst. Wie wird es weitergehen? Gibt es einen Ausweg? Am Schluss gewinnt die Angst und Verzweiflung macht sich breit. Wieso geschieht so etwas? Warum gibt es solches Leid? Haben wir nicht einen Gott im Himmel, der uns vor all sowas schützen kann? Ich möchte mit euch dazu einen Bibelvers lesen.
Er steht in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Da steht: Die Hoffnung des ewigen Lebens. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Da steht doch, dass Gott unsere Hoffnung ist. Und wenn er doch alle Macht besitzt, kann er uns dann nicht auch hier auf der Erde vor allem Leid beschützen, sodass wir gar keine Angst kriegen müssen? Kann er schon. Aber lesen wir nochmal den nächsten Vers, Vers 6. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Wie blöd. Wir müssen schreckliche Dinge erdulden. Es wird nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. So ist diese Welt nicht. Dieses Leben ist noch nicht vollkommen. Deshalb hatte bestimmt jeder von uns hier schon mal Schwierigkeiten oder Situationen, wo er dachte, er kann eine Aufgabe nicht meistern. Was ich oft vergesse, ist, dass ich durch Schwierigkeiten, Probleme und sogar durch Stürze wachsen kann. Manfred Spitzer, der Hirnneurologe, hat einmal gesagt, der Mensch lernt laufen durch Hinfallen. Und ich finde, da ist was Wahres dran, nicht nur, wenn es um Babys und Kleinkinder geht. Wenn ich scheitere, sollte ich mich fragen, warum. Wenn ich dann einen Fehler gefunden habe, kann ich doch daraus lernen und es beim nächsten Mal anders und vor allem besser machen. Aus Fehlern lernt man. Außerdem lernen uns schwierige Situationen Geduld. Wir müssen über uns hinauswachsen und üben, um diese Situation zu meistern und nach einem Sturz wieder aufstehen zu können. Das ist wie beim Sport. Wenn man eine neue Sportart erlernt, dann ist am Anfang alles total schwer und man weiß nicht, wie man Dinge machen soll. Man fällt oft hin und verliert. Aber mit der Zeit kann man sich ganz viele Tricks abschauen. Man übt diese einzusetzen und wird immer und immer besser. Und nach einigen Niederlagen erkämpft man sich einen Sieg nach dem anderen. Manchmal stellt Gott unseren Glauben auch durch Schwierigkeiten auf die Probe. Das können Schwierigkeiten sein wie bei dem Mann aus dem Anspiel, der auf einmal pleite war. In solchen Situationen zeigt sich, ob wir wirklich an Gott festhalten, auch wenn wir mal das Gefühl haben, er hat uns im Stich gelassen. Ich möchte euch etwas vorlesen. Viele von euch werden es bestimmt kennen. Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtergleich Bilder meines Lebens. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Kommt euch das bekannt vor? Die entscheidende Prüfung steht bevor und nichts klappt. Du fühlst dich überfordert und sofort beginnt die Angst. Man will unbedingt bestehen, aber die ersten Zweifel haben sich schon in deinen Kopf geschlichen. Du kannst dich nicht aufs Lernen konzentrieren. Und in der Prüfung selbst kommen gerade die Themen dran, die du noch nie verstanden hast. Vor lauter Stress bekommst du einen Blackout und am Schluss fällst du durch. Oder du durchlebst eine schmerzliche Trennung. Du fühlst dich betrogen und du vermisst und suchst Halt. Da geraten die Zukunftspläne ordentlich durcheinander. Und
Die Angst ist womöglich mittlerweile so groß, dass man schon an Gott zweifelt oder ihn nicht mehr um Hilfe fragt, weil man ihn ja vorher auch nicht gespürt hat und nicht gemerkt hat, dass er neben einem hergegangen ist. Was dann? Irgendwie färbt sich die Zukunft dann mit einem Mal ganz schön schwarz, oder? Und wenn es dann wirklich düster wird, dann kann es ganz schnell passieren, dass man auch mal Gott beschuldigt. Bei mir kommen dann Gedanken wie, wo warst du, Gott? Warum hast du nicht geholfen? Hast du nicht gesehen, wie sehr ich deine Hilfe gebraucht hätte? Und wenn ich mich im Stich gelassen fühle, dann wird die Angst noch größer, weil dann der Gedanke verdrängt wird, dass es wieder bergauf gehen kann, weil da jemand ist, der dafür sorgen kann. Die Sorge fesselt dich. Durch sie drehst du dich immer und immer weiter im Kreis und verstrickst dich in nur noch mehr Sorgen. Und am Ende liegt dir ein großer, fetter Stein auf dem Herzen, der dich scheinbar erdrücken will. Darum lass die Sorge am besten nicht rein. Bitte Gott um Hilfe und danke ihm dafür, dass er da ist. Das macht es nur umso schwerer für Sie. Okay, es tut mir leid, ich gebe es ja zu. Letztes Mal habe ich mir zwei Beutelchen genommen. Aber wissen Sie, die Sachen sahen einfach so lecker aus. Hören Sie, gute Frau, es geht hier nicht um ein paar Sachen aus den Beutelchen. Es geht um etwas Wichtigeres. Es geht um Ihre Blutspende. Uns ist da nämlich etwas aufgefallen. Wie? Ihnen ist etwas aufgefallen? In meinem Blut? Ist es blau oder was? Nein, es ist ernster. Frau Schmidt, bitte. Also, wir haben Ihr Blut nochmal genauer untersucht und dabei haben wir ein Virus festgestellt. Vogelgrippe? Aber ich habe doch gar keine Vögel. Nein, schlimmer. Sie sind HIV-positiv. Positiv? Aber warum sind Sie denn dann so ernst? Das verstehe ich nicht. Positiv kann doch gar nichts Schlechtes bedeuten, oder? Na, wenn Sie meinen, dann lasse ich Sie vielleicht lieber in Ihrem Glauben, dann können Sie Ihre letzten Tage noch genießen. Meine letzten Tage? Was? Ist positiv doch nicht positiv? Na gut, ich sag's Ihnen nochmal anders. Sie haben AIDS. Was? Nun, dies ist zwar erst die erste Analyse, aber zu 90% fällt auch die zweite Analyse so aus. Dann habe ich also noch eine Chance. Diesmal bin ich zuerst dran. Nur zu, hast du nicht gehört? 90%, da brauche ich sowieso nicht viel reden. Richtig, du hast noch eine Chance. 90% von 100 Leuten sind 10, also nicht HIV-positiv. Warum solltest du nicht diesmal auch zur Minderheit gehören? Du richtest dich ja sonst auch nicht nach der Mehrheit. Was ist denn das für ein Schwachsinn? 90%? Alles, was über 50 ist, ist schon beschlossene Sache. Mach dir doch nichts vor. Dein Leben ist gelaufen. Aus und vorbei. Hast du etwa in Mathe bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht aufgepasst? Paula, behalte deine positive Einstellung bei. Sie macht es dir auf jeden Fall leichter, mit der Situation umzugehen. Wenn ich das schon höre, solche Spinnerei. Paula, schau der Wahrheit ins Gesicht und versteck dich nicht davor. Der Tod ist dir sicher. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Es kann sich alles noch als ein Irrtum erweisen. Bis dahin, mach dir keine Sorgen. Du kannst sowieso nichts ändern. Also sei fröhlich und gib nicht auf. Du willst auch nicht locker lassen, was? Ich könnte schon längst fertig sein, wenn du mir nicht immer dazwischenfunken würdest. Paula, deine Chance ist so groß, als würdest du dein Leben beim Klettern eine Bindfahrt anvertrauen.
Der Bindfaden hilft einfach nichts. Genauso wenig bringt es etwas, an die Hoffnung zu glauben. Gut, dann bleiben wir gleich bei deinem Kletterbeispiel. Paula, weißt du, was ein häufiger Grund ist, warum Kletterer abstürzen? Sie haben plötzlich Angst. Besser gesagt, sie lassen sich Angst machen. Bevor sie an die schwierige Stelle kommen, haben sie keine Angst. Doch plötzlich sehen sie ein Problem, haben Angst, geraten in Panik und können nicht mehr mit klarem Kopf weiterklettern. Die Folge, manche stürzen ab. Siehst du, wenn du dir jetzt Angst machen lässt, dann stürzt du garantiert ab. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Glaubst du aber an mich, dann hältst du dir die Möglichkeit offen, dass alles gut wird. Ach, so ein Quatsch. So ein Mist, alles Lügen. Nur Geschwafel, das stimmt doch alles nicht. Das glaubt doch keiner. Doch, alle, die nicht auf dich hören. Ach, du hast keine Chance. Ich hab genug von dir. Ich will mich ja nicht zu früh freuen, aber ich glaube, die Runde ging an mich. Na, warum soll ich mir dann Sorgen machen? Solange es noch Hoffnung gibt, lasse ich mir keine Angst machen. Nicht schlecht, oder? Also, ich habe Respekt vor Frau Schmidt. Diese Frau erfährt, dass sie eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt hat, eine unheilbare. Und auch bei ihr streiten sich die Stimmen im Kopf. Und am Schluss hat sie tatsächlich noch die Kraft, an der Hoffnung festzuhalten. Sie hält an ihr fest und glaubt daran, dass vielleicht doch noch alles gut werden kann. Und findet ihr nicht auch, dass auch wir einen guten Grund zur Hoffnung haben? Ich möchte mit euch noch einmal den 1. Petrus 1, Vers 3 lesen. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wow, Jesus als personifizierte Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, weil er vom Tod auferstanden ist. Das bedeutet, dass diese Hoffnung für uns heute noch gültig ist. In 1. Petrus 1, Vers 6 steht, dass wir für eine Weile vieles erdulden müssen. Eine Weile. Das bedeutet, dass irgendwann Schluss ist. Dann ist endgültig Schluss mit Angst, Trauer, Leid, Hürden, Schmerz. Dann können wir das alles hinter uns lassen. Gott pustet es einfach weg und das Gute siegt. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Wir müssen uns das nicht einmal verdienen. Gott möchte uns das schenken. Er möchte uns das ewige Gute, das ewige Leben einfach schenken. Wir müssen ihn nur lieben und dieses Geschenk annehmen. Wir können ihn nicht einfach enttäuschen, sodass er sagt, Tina, du hast leider am 23. Mai 2013 zu wenig gebetet. Ich will dich nicht bei mir haben. Gott ist barmherzig, er liebt uns und er vergibt uns, wenn wir mal nicht nach seinen Vorstellungen gehandelt haben. Ist er nicht der beste Freund und Papa, den wir uns wünschen können? Und mit der Weile aus Vers 6 ist nicht nur gemeint, dass nach dieser Welt das ewige Leben kommt und da dann alles gut wird, sondern auch auf dieser Welt ist das Leid begrenzt und Gott hat ein Auge dafür, wie viel jeder von uns an einem Tag ertragen kann. Er hat sich schon was dabei gedacht, als er die Zeit in Tage, in 24 Stunden unterteilt hat. Und dazu hat er uns auch eine Zusage gegeben. Ich denke, jeder von euch kennt den Vergleich aus Matthäus 6, die Verse 26 und 27, wo steht: Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Da sagt es Jesus doch ganz klar und deutlich. Sorgen sind unnötig und nicht das, was er sich für uns wünscht. Und er will uns helfen bei allem, was kommt, egal wie schwer es auch wird, weil wir ihm wichtig sind. Also auf geht's. Legen wir unsere Sorgen vor ihm ab. Wenn ihr merkt, dass die Verzweiflung langsam in euch hochkriecht und euch bald die Kehle zuschnüren will,
dann werdet still und nehmt euch Zeit, um zu beten und Gott die Möglichkeit zu geben, euch Ruhe zu schenken und euch bei der anstehenden Herausforderung zu helfen. Vielleicht schenkt euch der Heilige Geist in dem Moment dann schon eine Idee, wie ihr das Problem meistern könnt, oder er stellt euch jemanden zur Seite, der euch hilft. Manchmal merken wir auch nicht sofort, dass Gott das Gebet erhört hat und wirkt. Und wir brauchen viel Geduld und Vertrauen. Aber ich finde, allein zu wissen, dass ich mein Problem vor Gott abgelegt habe und er jetzt alles weiß und damit tun und lassen kann, was er möchte, das nimmt die Last ungemein und ich kann viel freier, mit einem freieren Kopf vorangehen. Die Geschichte Spuren im Sand war ja noch nicht zu Ende. Ich will euch noch das Ende vorlesen. Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ich kann von mir sagen, dass ich das oft vergessen habe. Ich möchte euch etwas aus meiner Vergangenheit erzählen. Als ich in die 9. Klasse gekommen bin, wurden die Klassen aufgeteilt. Und ich bin in eine Klasse gekommen, wo ich keine Freunde hatte. Und das Hauptthema, das Hauptgesprächsthema, war Party und Alkohol. Wer verträgt am meisten? Und das waren so die ganzen Wettkämpfe. Und es war ganz schnell klar, dass ich dann so die Verliererin war. Und ich habe mich schnell als Außenseiterin gefühlt und konnte nicht mitreden. Und nach langer Zeit, als es sich nicht gebessert hat und ich mich immer unwohler gefühlt habe und immer mehr Angst vor der Schule bekommen habe, wollte ich einfach nur die Klasse wechseln. Aber mein Klassenlehrer hat sich quergestellt und gesagt, ich soll mir doch mehr Mühe geben und die zum Pizzaessen einladen. Der endgültige Schlag ins Gesicht kam, als in meiner Gemeinde eine Diskussion ausgebrochen ist über die richtige Kleidung, Schmuck und die richtige Musik. Und als eine Freundin und ich ins Gespräch gekommen sind, ob wir noch in der Kindergruppe mitarbeiten dürfen, weil wir ja nicht richtig gekleidet sind und so keine guten Vorbilder sind, da war es für mich endgültig vorbei. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, was das Ganze soll. Aber nach einiger Zeit, wo ich schon dachte, ja, es wird irgendwie nicht besser, kam dann der erste Lichtblick. Mein Klassenlehrer hat sich gegen einen Klassenwechsel nicht mehr quergestellt und die Genehmigung erteilt. Und so konnte ich mir eine Erlaubnis nach der anderen holen und bin schließlich in eine Klasse gekommen, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich Freundschaften schließen konnte. Und die Angst vor der Schule war weg. Bei einer Gemeindeversammlung hat die Mehrheit dafür abgestimmt, dass wir weiter noch bei den Kindergruppen mithelfen dürfen. Und das war ein richtig gutes Gefühl, dass die Mehrheit noch hinter einem stand. Nach einiger Zeit kam eine Frau auf mich zu in der Gemeinde, die sich gegen mich ausgesprochen hat und wollte mit mir reden. Und ich hatte total Angst und dachte nur, okay, jetzt geht der ganze Stress wieder von vorne los. Und bin mit ihr rausgegangen und nervös von einem Bein zum anderen gewippt und habe an meiner Kleidung gezupft. Und dann hat sie angefangen zu sprechen und meinte, Tina, ich möchte mich dafür entschuldigen, wie ich in letzter Zeit mit dir umgegangen bin. Wow, da war ich richtig sprachlos und habe innerlich nur gedacht, danke Gott, danke, danke, danke. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass sowas Tolles noch passiert. Aber bevor ich die Hoffnung aufgeben konnte, hat Gott eingegriffen. Ich habe gemerkt, dass Gottes Pläne nicht immer gleich meine Pläne sind. Ich wollte alles direkt, sofort, auf einem ganz geraden Weg. Aber das war nicht Gottes Plan. Und das hat an meinem Glauben gekratzt, dass er die ganze Zeit neben mir hergelaufen ist und für mich da war und mir geholfen hat. Im Nachhinein wurden meine ganzen Zweifel widerlegt und ich habe gedacht, Tina, wie hättest du die Zeit überstehen sollen, wenn Gott nicht bei dir gewesen wäre und dich getragen hätte? Ich habe mich innerlich wieder für die Hoffnung entschieden. Ich will in kommenden schwierigen Phasen Gott vertrauen und mir meine Hoffnung nicht nehmen lassen, dass er, auch wenn es schwer ist, er bei mir ist. Und wenn ich doch mal in meiner Hoffnung schwanke, will ich mir vor Augen fühlen, wie Gott mir schon so viel geholfen hat. Im entscheidenden Moment ging es einfach nicht ohne ihn. Und das hat mich auch zu meiner Taufentscheidung bewegt und ich habe mich letztes Jahr taufen lassen. Ein Bibelvers für mich
den ich auch noch sehr hilfreich finde, ist Römer 5, die Verse 3 bis 5a. Da steht: Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. 4 Schritte im Umgang mit Leid. Der erste Schritt: sich freuen, nicht weil wir uns Leid und Schmerz wünschen, sondern weil Gott unseren Charakter mit Schwierigkeiten auch formen kann. Dadurch lernen wir im zweiten Schritt Geduld und können somit Probleme besser lösen. Unser Durchhaltevermögen wird gestärkt und unser Charakter wird im dritten Schritt somit stärker. Damit ist der 4. Schritt ermöglicht. Wir werden zuversichtlicher in der Hoffnung auf die Erlösung und haben somit das Positivste überhaupt im Hinterkopf. Vielleicht fassen diese Gedanken noch einmal zusammen, was ich eben erzählt habe. Die Zusage aus Spuren im Sand ist eine Zusage, die mich durch mein Leben tragen kann. Und die Entscheidung für die Hoffnung hat sich im Endeffekt immer als richtig erwiesen. Das kann ich jedem eigentlich nur wünschen, so eine positive Einstellung, auch wenn ich selber weiß, wie schwer es ist, es im Alltag beizubehalten. Ich möchte jetzt jedem von euch in einer stillen Zeit noch einmal die Möglichkeit geben, mit Gott zu sprechen und ihm eure Gedanken mitzuteilen. Vielleicht steht euch ja auch eine schwierige Aufgabe oder eine Hürde bevor und ihr wisst noch nicht, wie ihr sie meistern könnt. Dann könnt ihr Gott um Hilfe bitten und es vor ihm ablegen. Oder vielleicht hat Gott euch auch gerade erst bei etwas geholfen und ihr wollt ihm noch einmal danken dafür. Nutzt die Zeit einfach, wie sie euch gut tut, und ich schließe dann in 2-3 Minuten mit einem Gebet ab. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du einen jeden von uns begleitest. Danke, dass du bei allen Hürden und Problemen, die sich uns in den Weg stellen, immer bei uns bist und uns daraus hilfst, dass wir uns auf dich verlassen können und du uns über alles trägst, wo wir glauben, wir schaffen es nicht. Ich möchte dich für jeden Einzelnen hier bitten, dass du ihn begleitest, egal was ihm bevorsteht. Segne sie und danke, dass du uns liebst, dass du uns das ewige Leben schenken möchtest und dass du auch hier auf der Welt ein Auge dafür hast, wie viel Leid wir ertragen können. Danke, dass du unser bester Freund sein möchtest und uns nie verlassen wirst. Amen. Wir wollen noch ein Lied mit euch singen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen.
Gesegneten Heimweg und allen, die noch hier bleiben, wünsche ich gute Gespräche und einen guten Appetit. Es hat uns sehr gefallen, hier zu sein und danke für die Einladung. Noch einen gesegneten restlichen Sabbat und eine restliche schöne Woche.